kannst ein Arsch sein. Was? Die 16-jährige Steffi hat gerade die Schule beendet und die Abschlussfahrt soll nach Paris gehen. Doch dann erhält sie die Diagnose, dass sie an Krebs erkrankt ist und nur noch wenige Monate zu leben hat. Als Steffi den Zirkusartisten Steve kennenlernt, bietet der ihr kurz entschlossen an, sie nach Paris zu fahren. Angetrieben von unbändiger Lebenslust brechen die beiden zu einem abenteuerlichen Roadtrip auf. Verfolgt von Steffis besorgten Eltern Frank und Eva. Kann man auf Kühen eigentlich reiten? Ah, fuck, das war echt eine scheiß Idee! Ich weiß nicht, ob ich das, was so schön war, am meisten vermissen werde. Oder das, was ich nicht mehr geschafft habe. Gott, du kannst ein Arsch sein, basiert auf dem gleichnamigen Buch, das die wahre Geschichte von Stefanie Pape erzählt. Aufgeschrieben hat sie ihr Vater Frank Pape, der als Pfarrer arbeitet. Im Film wird er von Til Schweiger gespielt. Beim Zürich Film Festival haben wir ihn zum Interview getroffen. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du von der Filmgeschichte gehört hast? Ich habe das Drehbuch gelesen über einen Freund und fand das so gut, dass ich mir die Nummer besorgt habe von Tommy Walsh, von dem Autoren und Produzenten des Films, und habe ihm gratuliert und habe gesagt, das ist ein tolles Drehbuch, was du da geschrieben hast. Und dann hat er mich ein paar Tage später angerufen und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Rolle des Franks zu übernehmen. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist eine schöne Rolle und ein schönes Buch. Was hat dich denn daran so gereizt? Das, was mich gereizt hat, ist, Teil von einem schönen Film zu sein. Also, weil ich habe, wie gesagt, das Drehbuch fand ich, das hat mich ein bisschen erinnert, das habe ich mir auch gesagt, an Knockin' on Heaven's Door. Das war mein erster eigener Film, weil er so eine ähnliche Tonalität hat. Das ist eigentlich eine traurige, tragische Geschichte, die aber dann unheimlich viel Lebensfreude auch versprüht und so lebensbejahend ist. Und ich persönlich mag ja auch Filme, die mehrere Emotionen anregen. So Filme mache ich ja auch mit Vorliebe selber, also die dich unterhalten, emotional berühren und aber auch dir Freude bereiten. Dann hast du die Emotionalität angesprochen. Du bist auch selber Vater. Inwieweit hat dich denn die Filmgeschichte persönlich emotional berührt, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Rollen? Ich versuche halt, dass eine Filmfigur oder ein Film losgelöst vom realen Leben zu betrachten. Also wenn ich jetzt so eine Figur spiele, dann bin ich ja nicht Till, der selber Kinder hat und der sich natürlich pausenlos, wie jeder Vater, Sorgen macht um seine Kinder, sondern dann bin ich die Figur Frank und dem passiert das dann eben, dass seine Tochter todkrank ist und das spiele ich. Da denke ich aber nicht an meine Kinder. Okay. Das versuche ich dann echt, also das stelle ich dann auch echt ab. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, inwieweit kam dann eben doch der Gedanke, was wäre, wenn es meiner Tochter... Den Gedanken dazu brauche ich nicht so ein Drehbuch lesen. Den Gedanken, den habe ich schon oft gehabt, weil das auch in unserem Umfeld schon passiert ist, dass Kinder oder Freunde von meinen Kindern gestorben sind und den Gedanken, was die Eltern durchmachen, das ist so furchtbar, dass man das versucht wegzudrücken. Steffi! Steffi! Hi, ich bin Steve. Was? Ja, was wäre, wenn dir diese Diagnose passiert? Ist das so dieses Carpe Diem? Würdest du auch so damit umgehen, so, hey, noch bis Weihnachten habe ich das zu leben. Das bin ich schon immer gefragt worden bei Knockin' on Heaven's Door vor 25 Jahren. Mhm. Und vor 25 Jahren habe ich auch gesagt, die Frage kann ich nicht beantworten, weil das ist reine Hypothese, weil ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal einen Koffer mit Geld klaue und dann nochmal eine Woche Halligalli mache oder ob ich nicht doch ins Krankenhaus gehe und hoffe, dass sie doch irgendwie die Krankheit noch besiegen können. Das weiß ich nicht. Das ist reine Hypothese. Ich heiße Steffi Pape. Ich zahle Ihnen das zurück, versprochen. Ich würde sonst nie etwas klauen, aber ich muss nach Paris und... Was machst du? Komm! Nun ist es aber in dem Film so ein bisschen Thema, wenn jetzt tatsächlich diese Diagnose steht. Inwieweit ist es wichtig oder muss man als Elternteil den Kindern eine gewisse Selbstbestimmtheit zusprechen und auch loslassen? Also als Eltern muss man lernen, loszulassen. Und das fällt manchen Eltern leichter, manchen schwerer.
Es gibt Eltern, die sind froh, wenn das letzte Kind endlich aus dem Haus ist, und es gibt welche, die sind furchtbar traurig. Aber das muss jeder, damit muss jeder für sich selber irgendwie einen Weg finden. Mhm. Ja. Denkt man auch gerade so dann in der Pastorrolle oder auch mit dem Titel, denkt man so ein bisschen auch über Gott zwischendurch mal nach? Ich bin nicht gläubig, ne, und ich glaube auch nicht an Gott. Ich finde aber toll, wenn Leute an Gott glauben, weil das gibt ja auch, so ein Glaube gibt ja auch sehr viel Halt. Ne? Mhm. Aber mir ist es halt leider nicht vergönnt. Jetzt hat der Film ja auch diese Roadmovie-Aspekte. Inwieweit ist der Weg das Ziel? Ich weiß nicht, inwieweit der Weg das Ziel ist. Dazu muss man erstmal definieren, was ist denn das Ziel? Und was man mitnehmen kann aus dem Film, ist, dass man eigentlich jeden Tag so leben sollte, als sei es der letzte Tag. Ne? Also nicht auf Kosten von anderen, sondern dass man wirklich versucht, das Leben zu genießen. Das würdest du aus dem Film mitnehmen, weil das ja auch diese positive Tenor hat. Ja, in erster Linie, das ist ja jetzt erstmal ein Film. Ne? Es beruht zwar auf einer wahren Geschichte, aber die Geschichte, die im Film erzählt wird, ist ja schon eine fiktionale Geschichte, obwohl der Charakter auf einer wahren Figur beruht.